Deine Welt sind die Berge. Städte mit Daniel. Sehr zuverlässiger Fahrer. Mal gucken, ob er mich das Baby auch fahren lässt. Ich habe auf jeden Fall Bock. Auf jeden Fall, ja. Er sieht fresh aus. Aber Walla, du siehst auch fresh aus. Lass mal gucken. Sehr wichtig, sehr wichtig. Drei Tipps, um Frauen zu klären, auf die Schnelle. Und gut aussehen, zum Sport gehen. Ja. Und reden können. Peace. Das kam gestern krass in Frankfurt, ne? Gestern hat der Galus. Vitali Klitschko, Boxen wir zu, wenn es sein muss. Dein Kopf ist kaputt. George Bush. So, TBL Event. Tickets sind am Start. VIP. Ein paar kleine Vorbereitungen, um ein paar Dinge festzuhalten für euch. Don't forget to stay improved. Ich dachte, du musst links, rechts geben. Mach, egal. Mach einfach. Auf jeden Fall, meine Freunde. Also mit dem Boxen wird es wohl nicht für dich, oder? Kommst du hier bald ja, doch, aber ich brauche einen guten Partner, wenn ich dann auch in den Ring steige. Du bist Kampfsport nur für eine dicke Gage, würde ich gerne Fett Comedy hier heute herausfordern. Du und ich im Ring, 1 gegen 1 in NRW, von mir aus Bernackel, Boxing, MMA, was du willst. Ich möchte 40.000 Euro für den Kampf. Also auf jeden Fall, meine Freunde, das war jetzt nicht das Thema. wir sind jetzt hier auf dem Event von Konstantin TBL zum zweiten Mal. War sehr aufschlussreich, geile Kämpfe auch wieder von der letzte und auch der Heavyweight-Kampf. Ja, davon haben wir auch ein paar Aufnahmen, die werdet ihr sehen. Wir haben wohl anfangs auch schön abgefilmt, den Lauf quasi in die Halle, aber der Kollege hinter der Kamera hat leider verkackt. Ja, der hat leider das Ganze nicht aufgenommen, aber nicht schlimm, deswegen machen wir jetzt noch mal einmal zuletzt nochmal das Intro. Was sagst du? Rot oder? Hä? Schwergewicht da, ne? Aber der Rote ist sehr gut. Der haut durch die Deckung. Ausgeglichen. Ich gegen dich? Wir machen das. Nee, das können wir nicht machen. Was sagst du jetzt? Irana, der Ticketgewinner, bester Mann. Ja, guck mal, sag ich doch. Boah, hast du den von links gesehen? Ist vorbei. Was sagst du? Der linke Knockout. Der war Knockout, ne? Ich muss sagen, von beiden krass. Stark. Also wir sind jetzt hier gelandet, wo die Fighter sich vorbereiten, im Vorraum ein bisschen sich warm sparen. Es sind noch 3 Kämpfe, glaube ich, die jetzt noch am Start sind. Wir versuchen jetzt ein paar Fighter zu finden und einfach mal zu fragen, warum sie so verrückt sind und Bare-Knuckle Boxing machen, ohne jeden Handschuh. Herzlich willkommen.
willkommen bei Stay Improved, heute hier live beim TBL-Event mit dem Veranstalter Konstantin, der uns wieder herzlich eingeladen hat. Was motiviert dich immer wieder, diese Events auch zu machen? Das ist meine intrinsische Motivation. Ich bin der Meinung, wenn man das Leben haben will, was die anderen nicht haben, muss man Dinge tun, die die anderen nicht tun. Was bringt der Kampfsport für dein Mindset? Was hat es dir gebracht in deinem Leben? Alles. Kampfsport bringt dich dazu, dich in diesen Prozess zu verlieben. Das hier ist Resultat. Egal ob für den Kämpfer oder für mich, das ist nur ein Resultat. An diesem Abend, an diesem Tag, an diesem Abend kann man nichts mehr verändern. Jake Paul kämpft gegen Mike Tyson. Wer gewinnt das? Also ich hoffe Mike Tyson. Nächstes TBL, wenn die Jungs, ihr werdet euch freuen, wahrscheinlich kommen wir nach NRW. Egal was ihr macht, ihr dürft nie aufgeben. Egal wie das Leben euch schlägt, ihr dürft nicht aufgeben. Keine Option, nur nach vorne.